Mehrere Waldbrände wüten in der spanischen Region Katalonien. Nach Angaben der örtlichen Feuerwehr vom Donnerstag haben sie bereits rund 1100 Hektar Wald und Buschwerk in Asche verwandelt. Begünstigt werden die Großfeuer durch eine anhaltende Hitzewelle in Spanien, bei der aktuell Temperaturen von über 40 Grad Celsius erreicht werden. Die Brände waren bereits am Mittwoch in der Nähe der Städte Valdemar, Corbera d'Ebre und Castellar-Ribera ausgebrochen, wie die Behörden über Twitter mitteilten. Hunderte Feuerwehrleute sind mit Dutzenden Fahrzeugen und Flugzeugen im Einsatz, um die Flammen zu bekämpfen. Ganz Spanien wird seit Mitte Juni von sengender Hitze heimgesucht. Dabei handelt es sich um die früheste Hitzewelle mit hochsommerlichen Temperaturen seit 1981.